Hallo ihr Lieben aus Juckmajor. Juckmajor waren wir noch gar nicht. Ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Wir haben heute den Feiertag hier, den 6. Und ja, ich bin halt einfach ein bisschen unterwegs, muss auch heute was erledigen. Und habe gedacht, ich bringe euch mal ein paar Bilder aus dem Örtchen Juckmajor hier auf Mallorca mit. Jetzt viel Spaß mit den Bildern hier aus Juckmajor. Das ist jetzt gerade 13.30 Uhr und hier war heute Wochenmarkt, das wusste ich gar nicht. Der ist aber gerade vorbei. Die bauen auch schon ab, deswegen habe ich hier auch einen Parkplatz gefunden. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Parkplatz eng geworden. Aber wie gesagt, dadurch war es jetzt kein Problem. Wie gesagt, der Wochenmarkt ist vorbei. Und ja, das sind jetzt die Sträßchen hier durch Juckmajor. Heute am 6. Januar an den Reyes, an dem Feiertag der Heiligen Drei Könige hier in Spanien. Und ja, Juckmajor ist ein Örtchen, das viele vom Hörensagen kennen. Aber es ist nicht so touristisch. Also es sind, glaube ich, noch nicht so viele, die immer hier sind. Es ist auch nicht so, ja, es ist einfach nicht so touristisch. Es ist einfach mehr ein Ort von Einheimischen. Und trotzdem kennt es irgendwo jeder, wenn man in gewisse Richtung einfach mal sagt, ja, man fährt in Richtung Juckmajor. Auch ein großes Gemeindegebiet. Und da bin ich heute und bringe euch ein paar Bilder mit. Hier ist es, wie gesagt, die Straße, wo dann auch immer der Wochenmarkt ist. Wie gesagt, heute Freitag. Freitags ist auch der Wochenmarkt und der war auch trotz Reyes, trotz Feiertag heute. Upsala. Ja, bleib hier, Kamera. Hier seht ihr noch links und rechts ein paar Stände, die noch da waren. Auch viel zu. Hier links ist eine Pizzeria. Also hat auch heute viel zu. Ich weiß gar nicht, wie es in Juckmajor ist, aber ich glaube, eigentlich ist es hier. Wir sind halt hier selten spazieren. Aber ich glaube, es ist ja auch eher so, dass es wirklich ja, eine normale Dorf ist, wo am Sonntag einiges suchen. Aber normalerweise glaube ich, dass die Restaurants und hier Restaurants und so weiter die meisten auch unter der Woche ganz normal geöffnet haben. Vielleicht haben auch viele einfach heute zu wegen Feiertag. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sieht man von unten bis oben, der Markt war komplett aufgebaut. Also der Markt war komplett voll. Komplett offen. Ja. Ja, der Markt ist schon relativ lang gezogen, wenn man jetzt sieht, wie weit wir hier schon gelaufen sind. Auch hier seht ihr oben komplett durch die Straßen Weihnachtsbeleuchtung. Die können wir jetzt leider nicht mehr anfilmen. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr angeschaltet, nehme ich an. Vielleicht ist sie heute Abend noch mal an, wegen dem Feiertag heute. Danach wird sie aber bestimmt nicht mehr an sein. Palma ist ja dann auch aus. Wird auch heute Abend jetzt mal an sein in Palma. Und dann nur noch mal zu den großen Festivitäten am 20. und 21. Januar. Da geht sie dann noch mal an. Und danach wird dann abgebaut. Aber der Markt geht echt weit. Komplett hoch bis auf den Hauptplatz hier in Juckmajor. Früchteladen hat geöffnet. Thank you.
eine italienische Bodega. Sieht ganz schön aus. The Takeaway. Bodega Italiana. Gibt es auch Focaccia oder Pizza-ähnliche Sachen. Und hier müsst ihr euch auch noch überall auf diesem Platz hier. Der heißt hier Plaza España, ist so der Hauptplatz mitten in Llucmajor, wo auf jeden Fall im Sommer abends auch ganz viel draußen aufgestuhlt ist und die Restaurants aufhaben. Und hier ist dann abends immer sehr viel los. Im Sommer auch mehr tagsüber, aber klar, jetzt ist natürlich, aber jetzt ist natürlich heute etwas ruhiger. Aber hier könntet ihr jetzt, wenn ihr da wird, noch etwas Obst kaufen. Auf jetzt mal da hinten eine kleine Straße wieder runter Richtung Auto, wo ich geparkt habe. Und dann habt ihr so ein bisschen mal was von Llucmajor gesehen. Also seht auch hier viele Restaurants. Also man kann auch hier mal schön Ausflug machen, durch die Stadt laufen, sich Llucmajor anschauen. Und es haben auch immer, auch jetzt im Winter, genug Restaurants geöffnet. Mehr als in vielen touristischen Orten, die dann wirklich nichts mehr wertloses, logischerweise. Aber hier leben auch einfach sehr viele Einheimische. So dass hier eigentlich alles ganz normal immer offen hat. Und der Wind ist wirklich ganz schön frisch heute. Thermometer zeigte vorhin 15, 16 Grad. Und ja, wie immer, kennt ihr ja schon, ist es auf Mallorca, wenn dann die Sonne weg ist und es geht ein bisschen Wind, gefühlt doch ganz schön frisch. Straßen von Llucmajor aus. Ist halt auch ein richtiges gewachsenes mallorquinisches Dorf und kein touristisch hochgezogener Ort, sondern es sind wirklich alte Häuser drin, alte Stadthäuser. Ja. Alte Kirche. So weiter. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zurück zum Auto und bedanke mich bei euch wie immer für das Ansehen dieses kurzen Videos. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich gleich noch mal zwei, drei andere Videos heute am 6. in anderen Gebieten. Mal schauen, oder eins oder zwei. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich schon was machen, dass ich dann in der Zeit, wo wir im Urlaub sind, einfach mal programmiere, dass ihr auch da dann von uns was aus Mallorca mitbekommt und ein Video bekommt. Mal schauen, ob ich heute noch was hinbekomme. Und ja, jetzt bleibt die Bitte für alle, die das Video, für alle, die das Video sehen und uns noch nicht abonniert haben, drückt doch bitte jetzt den Abo-Knopf, dass ihr uns abonniert und wir einen Follower mehr haben. Das wird uns natürlich riesig freuen, Sandra und mich. Ich wünsche euch, wann immer ihr das Video seht, einen schönen Tag, schönen Abend. Bleibt uns gewogen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick vom Cancun. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.